Ihr Name ist Grohl. Moment mal, ist das dein Ernst? Da staunst du, was? Du lernst eine Elysianerin kennen und bringst sie hierher? Hab ich dir denn gar nichts beigebracht? Nein, du warst super. Du hast sie doch nicht etwa allein gelassen, oder? Keine Panik. Sie ist gut aufgehoben. Sie sitzt unten in Gullivers Hafenspelunke. Okay, ich habe scheinbar versäumt, dir ein paar wichtige Sachen beizubringen. Och, Dad, muss das sein? Ich weiß Bescheid über die Bienen und die Blumen. Naja, ich habe ein paar Defizite bei dieser ganzen Pollensache. Aber im Wabenbauen bin ich ein echter Pro, wenn du weißt, was ich meine. Zum Glück nicht. Aber das war eh nicht das Thema. Worauf ich hinaus wollte, war, dass du offenbar nie gelernt hast, wie man eine Lady behandelt. Hast du sie denn schon zum Essen eingeladen? Es gab da eine Schale mit Erdnüssen. Ich meine ein Date, Rufus. Ein romantisches Date. Das einzige Restaurant, das in Frage käme, wäre Chez Schlumpi. Da gibt es zumindest einen exklusiven Ausblick. Leider stehen da nur Schnabeltiergerichte auf der Karte. Was ist denn so verkehrt an Schnabeltier? Es ist ordinär. Es lebt im Treibgut und ernährt sich von Essensresten. Es könnte das Wappentier von Deponia sein. Nein, Schnabeltiergerichte würden Sie nur daran erinnern, dass sie sich in der Provinz befindet. Du musst dafür sorgen, dass Schnabeltiere ganz von Schlumpis Karte verschwinden. Schaffst du das? Ein Klacks für einen Romantiker wie mich. Wenn du soweit bist, kannst du auf meinen Namen einen Tisch reservieren. Aber erst dann. Verstehst du? Ja, haben wir verstanden, Dad. Ich hab dir noch lange nicht alles erzählt. Oh je, Rufus. Was hast du denn noch alles ausgefressen? Ich stehe kurz davor, nach Elysium zu gehen. Viel Glück. Ich meine es, gehe nach Elysium. Ach, komm schon, Rufus. Es ist ja rührend, dass du in meine Fußstapfen treten willst. Aber musst du dabei wirklich jeden einzelnen Scheißhaufen mitnehmen? Nicht jeden. Ich würde zum Beispiel niemals meinen 8-jährigen Sohn zurücklassen. Ach. Du würdest ihn mitnehmen. Das würde ich. Wenn er nach dir schlägt, hoffe ich, du hast Schaufel und Beutelchen dabei. Ich erzähl's dir irgendwann. Ein guter Plan. Ich kontaktiere derweil meinen Rechtsschutzberater. Ja, ich denke mal, wir sollten nochmal gucken, dass wir dann so ein Date organisieren, oder? Ja. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Der zieht nicht mal bei 8-Jährigen. Kann man hier noch irgendwas mitnehmen? Guck, hier sind Bücher. Machen wir erstmal hier in dem Raum noch von alles. Von wegen Luxusvilla. Hier ist ja die ganze Wand offen. Das nennt man Panoramafenster, Rufus. So habe ich immer den gesamten Schwarzmarkt im Blick. Dafür zieht es wie Tigerfischsuppe. Das sollte die Bodenheizung eigentlich ausgleichen. Ich brauche Kohle. So. Hier, Rufus, sei so gut und bring dieses Memo zum Bedienstetenbriefkasten. Für wen hält er sich? Für mein... Egal. Ich bin auf jeden Fall nicht sein Laufbursche. Nimmt es aber trotzdem mit. Ja. Ach nee, erstmal Linksklick. So. Von wegen Luxusvilla. Hier haben sich sogar schon Parasiten eingenistet. Das ist mein Arium. Ich sammle seltene Zierfische. Selten dämliche vielleicht. Und mickrig sind sie auch noch. Ich müsste sie tatsächlich mal wieder füttern. Ich brauche Brotkrummen. So. Okay, machen wir das auch noch. Jetzt die Bücher. Und jetzt noch die Bücher. Geheimtüren in Bücherregalen Volume 1. Geheimtüren in Bücherregalen Volume 2. Puh, diese Bibliothek ist die reinste Platzverschwendung. Als echter Gentleman lese ich viel. Als echter Blablabla. Das ändert nichts daran, dass das Regal groß und hässlich ist. Außerdem ist es hier viel zu dunkel zum Lesen. Das stimmt wohl. Ich sollte mir bei Gelegenheit einen neuen Kristallkronleuchter leisten. Aber vorerst werden es wohl auch ein paar Kerzen tun. Ich brauche Kerzen. So. Und noch ein Auftrag für uns. Wir können noch einen holen. Ganz links war noch was. Hier? Links, links, links.
Von wegen Luxusvilla. Hier wuchert ja bereits das Unkraut. Das sind Blumen, Rufus. Die lasse ich mir als Schmuck aus dem Garten bringen. Dieses hässliche Gemüse? Sie könnten tatsächlich mal wieder etwas Wasser vertragen. Ich brauche Wasser für die Blumen. So. Danke. Jetzt dürfen wir auch noch Wasser holen. Kannst du eigentlich gar nichts alleine erledigen? Hab ich meine Bediensteten. Wischen die dir auch den Hintern ab? Oh, da bringst du mich auf eine Idee. Jetzt hör doch mal auf zu kritzeln. Sag mal, merkst du gar nicht, dass dir das überhaupt keine Zeit spart? Im Gegenteil, du bist die ganze Zeit nur am Nachrichtenschreiben. Nicht in diesem Ton, junger Mann. Entschuldigung, Sir. Na toll, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich gleich schreiben? Ah, ich hab's. Ich brauche den Faden. Hä? War noch irgendwas? Blume, nee. Regal. Aber wo müssen wir das denn jetzt hinbringen? Faden-Memo, Brot-Memo. Kerzen-Memo, Wasser-Memo, Kohle-Memo. Ich brauche Kohle. Kann man die kombinieren, dass man dann nur noch eine hat und gesammelt abgeben kann? Das kann ich auch ohne Hilfsmittel lesen. Okay. Obwohl ich mir manchmal schon wünsche, ich hätte meine Lesebrille damals nicht an Tonis Schildkröte getackert. Na gut, dann lass uns mal die Briefe wegschicken. Ja. Ich weiß gar nicht, ich habe mal gar keinen Briefkasten gesehen. Haben wir irgendwo einen Briefkasten? Baum. Nee, ich glaube, das mache ich nicht nochmal. Was haben wir denn hier? Der mag uns. Da unten geht's auch noch rein. Kohle-Memo? Guck mal, Brot. Oh. Können wir uns ja mitnehmen, ne? Hey! Finger weg! Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Gib ihm mal das Memo. Brotmemo, ne? Was ist das? Eine Nachricht von Captain Hochwohlgeboren? Die kannst du gerne behalten. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Na, dann dürfte dich diese Nachricht umso mehr interessieren. Was? Zeig mal. Vielleicht hat er noch mehr, weißt du? Wasser. Ich brauche Katzen. Brot. Verdammt. Er braucht Brot. Ich lese es, ja. Und du hast Brot. Ja, aber ich... Na? Ich brauche sowas nicht. Nimm es ruhig, wenn du es haben willst. Worauf du einen lassen kannst. Und nimm dir das Brot. Und ich sehe auch Wasser, ich sehe eine Kerze. Ich glaube, der schmeißt uns gleich raus. Was ist das denn? Okay, können wir nicht nehmen. Okay, Wasser, komm. Ja, den Ärger. Hey, Finger weg! Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Ja. Ja, die brauchst du nicht alle einzeln. Kannst du mal Memo und dann nehmen. Ach so, ich habe jetzt Kohle genommen, ne? Ich habe hier noch ein Memo von Seagull. Oh je, mir schwant Übles. Ich brauche Kohle. Tja, dann brauche ich sie wohl nicht mehr, was? Na los, bedien dich. Wo haben wir denn hier Schnapp Kohle? Dir mal die Kohle. Wo ist die denn? Da hinter dir. Ja, da, links. Da. Habe ich nicht gesehen, weil ich da... Nächste Memo. Vorstand. Ja, das ist eine schöne Quest. Die gefällt mir. Den Typen ärgern. Habe ich das nicht? Da. Ja. Post von Seagull. Oh, bitte nicht. Ich brauche Kerzen, also auch die Kerze. Nur zu, sie gehört dir. Der arme Kerl, der hat gleich nichts mehr. Rate mal, was ich hier habe. Noch eine Memo. Bingo. Ich brauche Wasser. Tja, da geht das Wasser.
Und noch eine. Da bin ich wieder. Und diesmal... Nimm dir einfach alles, was du findest. Ich brauche absolut gar nichts mehr. Außer einer stillen Minute, um mich in den Schlaf zu weinen. Aber jetzt kannst du ja alles nehmen. Ja. Guck mal, was du noch nehmen kannst. Eine Uhr, ne? Hey, was machst du da? Du hast gesagt, ich kann mir alles nehmen. Aber das ist die Asche meiner Mutter. Tja, ich hab die Regel nicht gemacht. Und dann nimmt sie mich. Ich habe sie lediglich etwas verbogen. Faden. Noch aber was? Ich hab... Nichts mehr. Crane. Nee, ne? Ja. Hier ist nichts mehr. Aber wir müssen die Asche wahrscheinlich noch auskippen, ne? Wir haben dann einen Behälter. Für... Aber wir müssen die Asche erst noch loswerden. Was machen wir denn hier? Sonst klick mal auf den Dreck. Vielleicht klappt das ja. Der hat ja echt nichts mehr, ey. Der steht da oben, weil du noch nicht auf der anderen Seite bist. Du musst erst noch rübergehen. Ach so. Oben Doppelklick, linke Seite. Zu spät. Und dann müsstest du das machen können. Södele. Meine Sachen sind auch so schon schmutzig. Ich muss sie nicht noch extra im Dreck wälzen. Hä? Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will eine Gehirnoperation vorbereiten und keine Eisdiele eröffnen. Oder wofür auch immer man saubere Sachen braucht. Ja gut, dann bring doch erstmal die Sachen zu deinem Papa. Ja. So, diesmal hat es angenommen. Top. Top. Ja. Hey, Dad! Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Ja, ja. Nee, wahrscheinlich musst du das, die Fische füttern und so. Vielleicht musst du nicht das alles machen. Vergiss den Spruch. Der zieht nicht mal bei Achtjährigen. Vielleicht musst das du das jetzt machen. Kann sein. Die Kerze. Ach, das habe ich den nicht genommen. An dem... Gib die dem mal. Schau mal, Paps. Himmel, Junge! Hast du etwa schon wieder fremdes Eigentum eingesteckt? Hatten wir nicht ausführlich über dein Kleptomanie-Problem geredet? Du bringst das auf der Stelle zurück, junger Mann. Auf der Stelle! Hä? Gib mal dem Goldfisch das Brot. Ich will wissen, ob der das dann so ganz reinschmeißt. Finger weg von den Zierfischen! Ach, Menno! Und wenn du ihm jetzt das Brot gibst? Dann haben wir es wieder geklaut für den. Schau mal, Paps. Himmel, Junge! Hast du etwa schon wieder fremdes Eigentum eingesteckt? Hatten wir nicht ausführlich über dein Kleptomanie-Problem geredet? Du bringst Stelle zurück, junger Mann. Auf der Stelle! Ja. Ich konnte jetzt nicht viel helfen, ne? Tja, ach nix. Obwohl, du hast mir doch. Doch. Mit dem Spaten und so. Mit dem Spaten! Mit dem Spaten! Mit dem Spaten! ja. Also, vielleicht brauchen wir die Brotkrumen auch für was anderes. Ja, ich hab gerade irgendwie so das Gefühl, dass der Typ ja diese Memos da alle geschrieben hat. Mhm. Und jetzt schon wieder vergessen hat, dass es so ist. Und ich wette, wenn du jetzt wieder auf Goldfischglas betrachten klicken würdest, würde der wieder sagen, er bräuchte Wasser oder sowas. Und vielleicht kannst du die Sachen wirklich für andere Dinge gebrauchen. Ja. Da waren ja echt ein paar coole Sachen drin, ne? Also hier so Brot und Kohle. Ich glaube, ich weiß sogar wofür. Nämlich bei Doc. Guck mal. Ja, dann packst du mal rein. Da ist ein Ofen, aber wir haben keinen Dingens, ne? Aber wir haben eine Kerze. Aber kein Feuer. Mann, jetzt Feuer her. Ja.